Schwimmstunde am Vormittag. Früh übt sich, wer gut planschen möchte. Zwischen 10 und 20 Tage sind diese flauschigen Vögelchen erst alt und fühlen sich in ihrem Privatpool pudelwohl. Gebaut hat den Stefan Lademann. Der ist eigentlich Bootsverleiher. Das ist schon ein paar Jahre her. Dann hat die Ente, oder war eine Ente hier, und die hat genau auf meinen Steg mitten auf so ein Brett ein Ei gelegt. Da habe ich mir noch Sorgen gemacht, habe die noch eingesammelt. So ging das eigentlich alles los. Und im Laufe der Jahre habe ich dann so kleine Häuschen gebaut, wo die dann drinnen brüten können. Sein glückliches Händchen mit den Entchen sprach sich schnell herum. Und sein Telefon stand nicht mehr still. Schließlich brüten Enten dieser Tage an den ungewöhnlichsten Stellen. Denn sie werden verfolgt. Es ist für die Enten problematisch. Die brüten ja eigentlich immer in Wassernähe. Es ist ganz, ganz großes Problem, ist der Waschbär. Der Waschbär räumt alle Nester aus, also auch von Singvögeln räumt er die Eier aus. Demzufolge muss natürlich die Ente umdenken, sage ich mal, und sucht sich jetzt mittlerweile Brutplätze in Gärten, in Hochhäusern, in Blumenkübeln, in Hinterhöfen, wo sie natürlich ihre Ruhe hat vor Waschbären oder vor Hunden oder vor Katzen. Und das ist dann das Problem, dass die dort mitunter nicht mehr wegkommen. Die Küken sind an den Boden gefesselt und auf die Versorgung aus der Luft durch die Entenmutter angewiesen. Wird die dabei gestört, vertrieben oder gar getötet, dann sieht es schlecht aus. So wie bei dieser Rasselbande aus der Leipziger Innenstadt. Das sind ganz normale Stockenten, die sind aus dem Thomaskirchhof und waren über 48 Stunden in etwa, wo sie jetzt nicht an Wasser und Nahrung rankamen, haben wir sie abgeholt. Wie gut, dass Stefan Lademann seinen Arbeitsplatz am Wasser hat. So kann er seine Pflegekinder naturnah großziehen. Ich freue mich über jede Ente, die ich großkriege. Muss aber dazu sagen, am liebsten würde ich es gar nicht machen, weil das ist einfach eine Entensache. Die Mutter muss sich eigentlich um die Enten kümmern. Das ist wirklich nur der wirklich äußerste Ausnahmefall. Natürlich bin ich traurig, wenn sie dann gehen, aber umso glücklicher, wenn sie immer mal wieder vorbeikommen. Denn die gute Pflege vergessen ihm die gefiederten Freunde nicht und machen ab und zu Zwischenstationen auf dem Steg.